Zuletzt bei Super Mario Spectral. Schon beim letzten Mal waren wir in der Lage, alle normalen Missionen aus der Super Mario Spectral Demo zu sammeln, aber es gibt noch viel mehr zu tun, denn nun sind auch die Kometensterne und auch Grünsterne erschienen. Zwei Kometensterne machten wir bereits beim letzten Mal und gerade die lila Münzmission in der Beatblock Galaxie war heftig. Mal sehen, was die anderen beiden Kometenmissionen noch so zu bieten haben und wo sich alle Grünsterne befinden. Freunde, was geht? Willkommen zurück zur letzten Folge von Super Mario Spectral. Und bevor wir uns heute in die letzten Grünstern-Missionen werfen, auf die ich mich schon sehr freue, gibt es noch zwei Kometen-Missionen zu erledigen. Und spannenderweise wurde die hier noch gar nicht erledigt. Und es ist tatsächlich die Schatten-Mario-Mission, wie ich sie auch ursprünglich vermutet habe, aber ich sehe mit Uhren. Okay, also nicht einfach nochmal die gleiche Mission, die einfach komplett easy aufgebaut ist, wie es auch davor war, sondern jetzt müssen wir quasi hier permanent in Bewegung bleiben und müssen auch noch darauf achten, dass wir zeitlich nicht auf die Fresse bekommen. Ich hoffe einfach mal, dass das schwierigkeitstechnisch nicht auf dem Level der lila Münzmission von letztem Mal war. Da würde ich nämlich ein bisschen weinen innerlich, weil ich wüsste, dass ich es nicht schaffe. Aber das sieht doch bisher gar nicht so bad aus. So, dadurch, dass wir jetzt auch schon wissen, wie die ganzen Missionen hier aufgebaut sind, können wir uns auch besser darauf vorbereiten. Ah, und schaut mal. Ich glaube, die Schatten-Marios, ja, sterben hier immer pro Feld. So, wie viel Zeit gibt es obendrauf? 10 Sekunden, okay. So, aber bisher auf jeden Fall noch alles recht human. Ich glaube, dass ich ganz gut in der Zeit bin. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das wollte ich nicht so. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir nicht immer permanent dieselbe Route laufen, ne? So, und da kommen jetzt dann auch schon die Laser. Genau, da mache ich jetzt nämlich jetzt gleich mal alle Felder, die hier im Laserbereich sind, dass wir hier auf jeden Fall ganz entspannt unterwegs sind. Die Kometenmünze, die eigentlich da oben gewesen wäre, die kann mir erstmal egal sein. Okay, oh, ich wurde nicht von dem Schatten-Mario getroffen. Warum auch immer. So, das Problem hier kennen wir. Genau, jetzt wurde ich nämlich wieder getroffen wegen der Zwischensequenz. Aber ich glaube, das hätte mich auch so erwischt, wenn ich ehrlich bin. Also da kann ich jetzt die Schuld nicht nur auf die Zwischensequenz schieben. So, und auch jetzt sind die Schatten-Marios wieder weg. Also, soweit so gut. Wir kriegen wieder ein bisschen Zeit, auch wenn es nur 10 Sekunden sind. Aber ich glaube, gerade hier hinten, ne? Genau. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall noch mehrere Uhren, die wir einsammeln können. Aber eins nach dem anderen. Hier raus. Da wieder zum Elektrozaun rein. No, so nicht. Oh, nicht gut. So, stehen bleiben, genau. Dass wir hier auf jeden Fall die Leben bekommen. Ich möchte hier nicht mit... Oh boy, ich möchte hier nicht mit nur einem Leben rumdüsen. So, dass ich da eine Plattform vergessen habe, weiß ich. Okay, Nunchuck, alles klar. Ich habe dich nicht mehr bewegt. Keine Ahnung, was du jetzt willst. Uff. So, wie viele Schatten-Marios sind das eigentlich, die mich hier verfolgen? Oh, das sind, glaube ich, sehr viele. Ich würde mal nicht sagen, unendlich viele. Das wollte ich jetzt nicht so. Aber es sind definitiv viele. So, und jetzt kann es sein, dass ich abnippel, Freunde. So, wir nehmen Zeit mit. Die brauchen wir. So. Und da sind auf jeden Fall jetzt Goombas, die ich dringend brauche. So, Bro, ich glaube, genau, das kann ich mitnehmen. Also der Abstand von denen ist tatsächlich so großzügig, dass ich zum Münzen einsammeln stehen bleiben kann, wenn ich direkt treffe. So, und jetzt aber auch immer aufpassen, dass wir die Uhren mitnehmen, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber wir kommen jetzt wieder so ein bisschen in die Bereiche, wo es Münzen und Zeit gibt. Da fühle ich mich wieder ein bisschen wohler. Ich gucke jetzt auch mal hier so ein bisschen in die Entfernung, Freunde. Aha. Also ich sehe aktuell keine blaue Plattform. Ich glaube, wir haben jetzt noch nirgendwo einen Leichtsinnsfehler gemacht. Ich bin böse im Modus. Ihr merkt es. Ich bin hardcore fokussiert. Ich will das nicht verkacken. Und wir kriegen wieder gut Zeit obendrauf. Wir kriegen wieder sehr gut Zeit obendrauf. So, jetzt holen wir dich noch nach. Du bist nämlich noch so diese loste blaue Plattform da drüben. Genau. Und jetzt wird der ganze Bums hier miteinander kombiniert. Es ist
Der Wahnsinn, und ich glaube, wir haben es. Ja, Wollo, Freunde. We did it. Und damit haben wir das Ganze doch geschafft. Sehr schön. Wunderbar. Und ich muss es noch ganz gut einen Cut setzen, weil jemand dringend meine Hilfe braucht. Und ich kann jetzt nicht die ganze Zeit in der Aufnahme schimmeln. Es geht aber instant weiter. So, aber die Kometenmissionen zusammengefasst sind auf jeden Fall alle nicht so easy. Und mal schauen, was jetzt in der Ghosty Rock Galaxy abgeht. Bitte nicht Risikokomet. Bitte nicht Risikokomet. Da kapituliere ich. Mario the Ghost Hunter? Daredevil. Das wird heavy. Das wird krass. Das wird wirklich, wirklich heftig. Als ob die mich jetzt diese Mission mit nur einem Leben machen lassen. Ohne Scheiß. Das ist krass. Diese drehenden Plattformen, die Geister in der Mitte, das ist, ich werde hier eine Zeit lang sitzen. Ich prophezei es euch. Ich werde hier eine Zeit lang sitzen. So, jetzt kurz genau die schleudern lassen. Ja, das... Ach, Scheiße. Geil. Ich bin irgendwo zwischen den beiden Plattformen festgebackt. Das Leben ist wunderschön. So, zweiter Treffer auf den Meister. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier genug Platz habe. Genau, und hier ein bisschen weg. So, zack. Und nein, das war nicht der Treffer, den ich wollte. Und jetzt... Als ob man jetzt hier unbedingt einen Risikokomet reinbauen muss. Was ist das für ein Müll? So, okay. Jetzt habe ich ihm mal das erste Leben abgezogen. Ganz spannend auf jeden Fall. So, jetzt werde ich aber hier wieder von diesen Geistern so ätzend verfolgt. Oh boy, das ist alles nicht so einfach. Es ist legit nicht so einfach, ihn zu treffen. Okay. Erste Phase geschafft, Freunde. Mal sehen, was in der zweiten Phase abgeht, die ja dann doch nochmal ein bisschen herausfordernder ist. Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall ist jetzt dieser Zyklus der Geister in der Mitte ein bisschen durcheinander geworfen worden. Irgendwie sind das zwei Fliegen jetzt irgendwie so ineinander. Und dadurch nehmen die nicht mehr so viel Fläche ein. Das ist tatsächlich ganz, ganz chillig. So, und jetzt düse ich mal an ihn ran und setze einfach einen Double-Treffer auf ihn. Oh mein Gott. Wir starten einfach gleich mit so einem Try. Holy shit. Das ist echt, echt nicht übel. So, jetzt aufpassen, ne? Genau. Okay, gönn, Bro. Gönn. Das Problem ist, in der Phase müssen wir ja nicht nur quasi diese Bombengeister bekommen, sondern wir müssen sie auch noch irgendwie zu ihm durchbringen. Oh mein Gott. Nein. Aber wir haben noch einen Bombengeist hier. Nein, haben wir nicht. Das wäre einfach meine Chance gewesen, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre. Weil immer, wenn er die Arme hochhebt, dann liegt er quasi sein Körper frei. Hüpf. Nein. Ja. Jetzt keine Faxen machen. Putz. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, holy shit, wir haben es geschafft. Okay, da war Glück dabei. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Da war eine ordentliche Prise Glück dabei, dass das so gut funktioniert hat. Und jetzt können wir uns dem spaßigen Teil widmen. Wir haben die Pflichtmission abgeschlossen, Freunde. Und jetzt geht's um die Grünsterne. Und auf die freue ich mich. Die zu suchen, herauszufinden, wie man an sie rankommt und. Da habe ich auf jeden Fall Bock zu. Und ja, dann wollen wir doch mal anfangen, oder? Schauen wir nach, wo sich die Grünsterne befinden. Drei Stück gibt es insgesamt. Da es aber hier nur eine Mission gibt, liegen die quasi alle drei auf dem Weg, den wir kennen. Und dann, ne, gucken wir einfach mal an. Wir fangen einfach mit dem ersten an, aber theoretisch müssten alle drei in der gleichen Mission verfügbar sein. Mal sehen. Wie immer, ganz wichtig, den Intro-Screen abchecken. Ich höre schon einen. Aha, ja, da oben. Easy. Alles klar. Das dürfte prinzipiell erstmal kein Stress sein.
Wir müssen dann immer auch ein bisschen auf die Nummer achten, welcher Grünstein welche Nummer hat, damit wir auch genau wissen, was abgeht. Und ich glaube, den zweiten habe ich gerade auch schon gesehen, oder? Da oben, da. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Muss irgendwie hier hochkommen, Freunde. Moment, Moment. Ja, exakt so. Und dann so. Oh mein Gott, aber ich lebe noch. Noch lebe ich, noch lebe ich, noch lebe ich. Ach du Scheiße. Komm schon, Grünstern. Ich bin ein guter neuer Besitzer. Ich hab dich auch lieb und so. Yeah! So, und jetzt hören wir uns auch gleich Grünstern Nummer 2. So, wir hören den zweiten Grünstern schon. Denn der befindet sich ganz easy an dieser Kante. Sehr schön. So, und ab dieser Stelle müssen wir jetzt auf die Suche nach dem dritten Grünstern gehen. Oh! Auch den sehen wir schon. Das ist doch Chili Milli. Chili war Nilli. Wunderbar. Das sind alle drei Grünsterne hier in der Geistergalaxie. Und wir machen, glaube ich, dann gleich weiter in der Klappbodengalaxie. Denn da dürfte es, denke ich, auch recht easy sein. Ich meine, das ist eine komplett flache Galaxie. So was soll da passieren? Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne. Also ich finde bei den Grünsternen ist auch ganz chillig, wenn es einfach mal Galaxien gibt, wo es irgendwie nicht so viele Verstecke gibt. Ich mag das einfach, wenn Sterne einfach an so random Orten sind und man einfach so die Galaxie erkunden muss und dann einfach mal so unkonventionell auch ein bisschen denken muss. Ich bin großer Grünstern-Fan. Es gibt auch Grünstern-Hater. Das weiß ich. Es gibt so Leute, die sagen, oh nee, bleib mir mit Grünsternen weg. So, das ist gar nichts für mich. Ich finde die aber eigentlich ganz chillig. So, und oh Gott, da muss ich jetzt erst wieder hier alles einfärben. Moment. So, hier höre ich den ersten Grünstern. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sich eventuell hier oben verbirgt. So sieht's aus. Da müssen wir einfach nur nach oben springen. Und da ist der erste. Schaut mal, Freunde, hier. Ah, nee, stopp. Ich dachte gerade, das wäre der zweite Grünstern, aber das sah jetzt nur so aus, als ob der nicht chillen würde. Okay, Moment. Aber wo ist denn hier die zwei? Der muss ja eigentlich hier an irgendeiner Kante schimmeln, oder? Eine andere Möglichkeit kann es ja fast nicht geben. Oder? Ah, wahrscheinlich unter so einem verschwindenden Boden. Oder? Oder? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Da müssen wir jetzt mal kurz auf Abstand hier gehen. Aufpassen. Und dann, glaube ich, einfach so hier runter. Wunderbar, und damit hätten wir auch in dieser Galaxie beide Grünsterne gefunden. Wie gesagt, hier gab es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, die kreativ zu verstecken. Und dann würde ich sagen, hängen wir jetzt gleich die Beatblock-Galaxie hinten dran. Denn da wird es wahrscheinlich auch nicht so viele crazy Verstecke geben für die Grünsterne. Und dann beenden wir quasi mit der Yoshi-Eye-Galaxie, die ja dann doch nochmal sehr durchwachsen ist und wo es dann eventuell schon noch einige spannende Verstecke geben kann, wo es dann auch sein kann, weil da gibt es auch unterschiedliche Missionen, dass dann in quasi zwei oder drei, also Grünstern 2 oder Grünstern 3 dann auch nochmal in einer anderen Mission versteckt ist. Aber das könnte auf jeden Fall nochmal, aua, sehr spannend werden. Jetzt hat mir dieser blöde Goomba voll auf die Schnauze gegeben. So. Merkt, auch hier können wir, glaube ich, einfach viel mit den Ohren arbeiten. Dadurch, dass die Grünsterne so schön laut sind, hat man ja doch immer sehr schöne akustische Signale, wo man lang muss. Ja, und ich höre doch auch schon die Nummer 1. Die muss sich irgendwo hier drüben befinden, ne? Ah, da einfach in der Pampa? Jawollo! So schnell kann's gehen, Freunde. Da ist die Nummer 1. So, Freunde, doch Grünstern Nummer 2 habe ich schon gespottet. Und zwar... Hä, warum bist du so groß? What the hell? Okay, ja, das muss der sein, aber... Was hat der denn für Wachstumshormone genommen?
Was zur Hölle ist mit dem denn passiert? Ich jump jetzt einfach rein, ne? What the hell ist da passiert? Ja, da ist er, Freunde. Das ist die Nummer 2. Die ein bisschen zu groß geratene Nummer 2. Verrückt. So, und jetzt geht's noch aber in die Yoshi-Star-Galaxie. Und da freue ich mich drauf, denn die ist, wie gesagt, sehr bunt, sehr durchwachsen, ist ja wirklich so die am liebevollsten geschalteste Galaxie dieses gesamten Hacks. Und da bin ich dann natürlich schon sehr gespannt, was hier die Grünstern-Missionen sind, die hier auf uns warten, Guys. So, 3 Stück jetzt insgesamt. Hier werde ich auch jetzt auch immer die passende Mission auswählen, weil wir wissen nie, ob sich dann vielleicht auch nochmal ein Grünstern auf einem anderen Missionspfad befindet. So. Ah, da oben sehe ich doch auch schon die 1. Wir schauen uns hier gleich mal um. Da ist die 1. Jetzt kann ich hier schon ein bisschen weiter in die Ferne gucken. Nee, ich kann mir vorstellen, dass da drüben auf dem kleinen Planeten noch einer ist. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie wir da rankommen. Und das müsste eigentlich von hier kein Problem sein. Das ist die Nummer 1. Aha, sieh meine an, Freunde. Grünstern 2 ist jetzt schon in der Mission mit den Starbits. Ich weiß nicht, ob da Grünstern 1 auch schon... Nee, Grünstern 1 ist nicht da. Genau das habe ich gemeint. Wir haben jetzt hier eine andere Mission, in der wir unterwegs sind. Sehr, 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 sehr spannend. Okay, also. Dann müssen wir jetzt hier erstmal die Fragmente sammeln. Und dann schauen wir uns gleich weiter um. Oh, schaut mal, Freunde. Hier, hinter dem Ring... Jawollo! Da befindet sich Grünstern Nummer 2. Wunderbar. Und der dritte muss ja dann noch irgendwo weiter in der Mission drin sein. So, wo befindet sich der letzte Kollege? Der dann ja tatsächlich auch schon der letzte Kollege des gesamten Hacks ist. Muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Wir sammeln jetzt gleich den letzten Stern von Gesamt Super Mario Spectral ein. Das ist so, why? No, so, lass es doch nicht enden, Galaxy ist schön. Oh, damn. Okay, aber er ist aktuell zumindest noch nicht in Sicht. Dementsprechend, je länger der Stern sich nicht blicken lässt, desto länger dauert dieses Projekt noch. Stimmt, wir waren dann da bei diesen Yoshi-Galaxien. Er kann ja eigentlich nur noch hier... Warte mal, hab ich da gerade Schimmern gesehen? Ja, der ist bei den Fangsternen. Der ist hier irgendwo bei den Fangsternen. Moment mal. Wo genau ist das? Da, ich sehe, ich weiß doch schon, wie ich da hinkomme. Moment. Und das dürfte es gewesen sein, Freunde. Let's go! Und damit haben wir alle Sterne gesammelt, die Super Mario Spectral aktuell zu bieten hat. Und das ist ja nur ein kleiner Mod und es war mir auch klar, dass es nur ein kleiner Mod ist. Dementsprechend deswegen habe ich das Projekt ja gemacht, weil ich so ein kleines Projekt haben wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Kurze Abschlusswertung. Ich meine, es ist nur eine Demo. Es kommt nicht ganz an Super Mario Galaxy 63 ran, weil diese Mod meiner Meinung nach noch auf sehr viel zurückgreift, was im originalen Galaxy drin ist und das ein bisschen neu kombiniert. Es ist aber auch viel Original-Content drin. Also dementsprechend definitiv ein fortgeschrittenerer, schöner Mario Galaxy Hack, aber nicht der beste, den ich bisher gespielt habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und gerade die Yoshi Star Galaxy hat gezeigt, was der Modder auf jeden Fall designtechnisch drauf hat. Und wenn er noch mehr Galaxien in diesem Stil baut, mashallah, dann wird das Ding hier richtig krass. Sollte hier von irgendwann mal eine neue Demo rauskommen oder das Spiel irgendwann final releasen, wird natürlich auch hier Let's Played. Ich gebe dem Hack eine 2-. Es war okay, aber es war jetzt auch nicht das krasseste aller Zeiten. Ne? Ich habe es aber definitiv enjoyed. Ihr auch. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Danke fürs dabei sein. Vielen lieben Dank noch an Ciaran Komora, Lux Arcadia und JT90PRL für euren Riesensupport mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.